Rückblick. In der Nacht zum 5. Mai gab es einen Großbrand in der Bootsschuppenanlage am Neubrandenburger Oberbach. 60 Bootsschuppen wurden teilweise oder komplett zerstört. Boote brannten aus, Treibstoff gelangte ins Wasser. Am Morgen zeichnete sich ein Bild der Verwüstung. Den Menschen vor Ort stand die Fassungslosigkeit und Wut ins Gesicht geschrieben. Viele geben jetzt auf, definitiv. Denn wer will denn da jetzt noch wieder neu? Also das kostet, das kann kein Mensch mehr bezahlen, ne? Diese Dinge aufbauen. Das ist wirklich schade drum. Da hat man sich hier so sein kleines Paradies aufgebaut, ne? Mit den Sachen hier. Und das tut einem wirklich in der Seele weh, so was jetzt zu sehen. Ja, und diesmal sind von unserem Segelverein die zwei Schuppen weggeholt. Da waren dann die Trainerboote drin. So, was soll ich dazu sagen? Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Am Tag des Feuers wurde die Schadenssumme noch auf wenige 100.000 Euro geschätzt. Diese wurde in den folgenden Tagen auf 1,2 Millionen Euro korrigiert. Ein gigantischer Schaden, welcher durch einen Brandstifter verursacht wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Im Juli dann starteten die Aufräumarbeiten. Dabei wurden hunderte Tonnen an Schrott geborgen. Ausgebrannte Boote und Motoren, Metall, Holzpfähle und Kunststoffe wurden entsorgt. Dabei entstanden Kosten von mindestens 400.000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt wissen die betroffenen Pächter nicht, ob und wie es weitergehen soll. Klarheit kam dann Anfang November. Gut ein halbes Jahr nach dem Großbrand wurde im HKB eine Informationsveranstaltung im Beisein der Pächter abgehalten. Klar war, die Bootsschuppen werden wieder aufgebaut. Doch das dauert deutlich länger, als die meisten erwartet haben. Die Sanierungsmaßnahmen sind voraussichtlich Ende November abgeschlossen. Das Verfahren zur Schaffung vom Baurecht wird allerdings einige Monate oder nicht zu sagen fast anderthalb Jahre in Anspruch nehmen, um Baurecht zu schaffen. Wir müssen diverse Gutachten erarbeiten, die notwendig sind, um einen städtebaulichen Entwurf zu erarbeiten. Und dieser städtebauliche Entwurf fließt dann ein in ein Bebauungsplanverfahren. Und dieses Verfahren muss besprochen werden mit den Trägern öffentlicher Belange. Und dieses Verfahren, da gibt es vorgeschriebene Verfahrensschritte, dauert bis zu anderthalb Jahre. Das bedeutet, das Verfahren rund um den Bebauungsplan in der Bootsschuppenanlage wird bis Mitte 2024 andauern. Erst dann können Bauanträge für den Wiederaufbau der Bootsschuppen gestellt werden. Die rund 400.000 Euro, die für die Beräumung des Areals anfallen, sollen auf die Pächter aufgeteilt werden. Auch konnte der Täter bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. Die Bootsschuppenbesitzer zeigten sich mit diesen Umständen unzufrieden.